Jo, hi zurück zu Sinking City. Wir haben hier das letzte Mal ja hier diesen Tatort mehr oder weniger hier mit der kleinen Leiche analysiert. Also irgendwie hat der Sohn von diesem, ja, ich weiß seinen Namen schon gar nicht mehr, der hat uns hier irgendwie, ja, wir konnten nachvollziehen, dass der hier die Leute irgendwie gekillt hat und so weiter. Jetzt geht es halt darum, dass wir hier diese Gedankenspielchen machen. Also man hat ja so eine Fallmappe, da ist alles mögliche, was man bisher so gesammelt hat, drin. Da müssen wir mal gucken. Also hier müssen wir nochmal zum Hotel. So, aber Gedankenspiele. Jetzt kann man hier sozusagen, so habe ich das verstanden, die Sachen kombinieren. Also, Albert, der Sohn, ne, griff die Fischer an, Konflikt. Ja, das kann natürlich sein, Throckmortons und die Innsmouthers, die haben natürlich irgendwie generell wohl ein Problemchen. Plötzlich einfach vom Wahnsinn. Er griff die Flucht, kehrte von Sinn zurück. Und war auch wahnsinnig. Das hat ja der deine Zeuge hat das ja gesagt, ne? So, Albert löst Anfälle von Wahnsinn aus. Albert Throckmorton steckt jeden an in seiner Nähe. Okay, das ist in Ordnung. Gehen wir zurück zu den Hinweisen. So, jetzt sind das hier weniger, ne? Oder? Albert griff die Fischer an. So, der schoss wahrscheinlich auf den und der haute ab, oder? Nee, das ist nicht gut. Ja, das passt. Also, Ressentiments gegen die Throckmortons. Lewis und die anderen, ja, genau, die haben einfach, die leiden, ne? Der Kollege Throckmorton und der Vater hat ja eigentlich erzählt, jo, wir sind hier die Größten und so weiter. Scheint irgendwie nicht so der Fall zu sein. Einer der Fischer wird vermisst, kehrte von Sinn zurück. Und einer wird vermisst, ne? Okay. Kehrte zurück und. Albert ging in eine Gefahr, aha, ging eine Gefahr aus. Throckmorton stellte für Lewis Flynn und die anderen Fischer eine Gefahr dar. Ja, so, einer der Fischer wird vermisst und ergriff die Flucht. Ja, okay, das ist in Ordnung. Ich kann Albert aufspüren. Nach der Auseinandersetzung im Hause der Fischer lief Albert Throckmorton davon, wurde von Lewis von einem der Fischer verfolgt. Mit einem der übersinnlichen Kräfte sollte ich die aufspüren können. Ja, dann sollten wir es mal gucken. Schlussfolgerung. Albert Throckmorton stellt für Lewis Flynn und anderen Fischer eine Gefahr dar. Das wissen wir schon. Lass uns jetzt mal eben kurz gucken. Lesen. Was kann man? Okay, wir können die alle mal lesen. Okay. So, jetzt geht es hier noch um die crazy Fallmappe da oben. Es gibt einen neuen Hinweis. Okay, das heißt, ich könnte jetzt hier irgendwie Zeichenfolge mit Hilfe des inneren Auges. Okay. Schling. So, da ist er, geht hier raus. Und dann? Autschi. So, es geht hier lang. Krass, oder? Wow. Der Fischer hat Albert also verfolgt und dabei sogar auf ihn geschossen. Trotz seiner Verletzung konnte Albert so hoch klettern. Robert Throckmorton hat wohl nicht übertrieben, als er gesagt hat, Albert sei der Beste seiner Art. Was hier passiert? Okay, schalten wir mal wieder ab, oder? Hier müssen wir rein. Lager, okay. Alter. Okay. Alkoholmetall.
Da steckt etwas in der Tasche. Nachricht mit Blutflecken. Ach du Schande. Doppelte Zinsen, nicht gut. Nochmal Blutflecken. Das Blut ist frisch. Wer auch immer hier geblutet hat, kann nicht weit gekommen sein. Lassen wir es erstmal hier absuchen. Oh, eine... Ups. Schießpulver, Alkohol. So, da geht's runter. Kommen wir gleich. Da geht's auch wieder raus, oder was? Scheinbar nicht. Oder? Okay. Das heißt, wir müssen runter. Das sieht aus wie eine kleine Bar oder was ist da unten? Na gut, wir gehen hier runter. Sieht nicht gesund aus, aber so what. Mal kurz gucken. Noch sehe ich nichts. Da hinten und die Tür. Okay, Schlösser können aufgeschlagen werden, ist schon klar. Schießpulver und Federn. So, jetzt müssen wir das Ding hier irgendwie aufschießen. Soll das gehen? 0 von 6. Haben wir irgendwas zum Schießen? So, zack, fertig. Hier ist da irgendwie ein komisches Geräusch, oder? Irgend so ein... Schleimgeräusch. Da drin. Ich will da nicht rein. Fähigkeiten gesammeltes Inventar Fallmappe. Okay, Gedankenspiel. Luz verfolgt Albert. Okay. Okay, das könnte natürlich sein. So, ich möchte da aber jetzt irgendwie nicht rein, oder? Das hört sich für mich nicht gesund an. Alter. Okay. Wo kommt das Geräusch hier? Da hinten, oder was ist das? Alter! Ich will hier raus, komm. Was ist das? Kann ich das chillen, das Ding? Ich habe wirklich gar nichts, ne? So, Futterapparat habe ich auch und sowas hier. Das heißt, kann ich das vielleicht irgendwie... Ich weiß gar nicht, wie das geht. Kriegen das kaputt? Komisches Viech. Alter, was ist denn hier los? Kommt das hinterher? Ja. Ja, das nervt aber nicht. Ein Einschussloch in der Stirn. So, ich muss hier mal raus. Irgendwie habe ich noch keine Idee, wie ich die kaputt kriege. Wir kriegen das Biest kaputt. Gedankenspielchen ist ja ganz nice, aber ich will jetzt erstmal wissen, wie ich hier mal so eine Waffe klar kriege. Bla bla bla, fertigen. Schießpulver und fertigen. Ah, okay. Alles klar. Null von 9, warum? Achso, und wie lade ich nach? So. Okay, 7 von 2. Wo ist das Viech? Kaputt. Okay, nice. Bringt das was? Zappelt noch. Ist aber kaputt, ne? Okay. Ein Einschussloch in der Stirn.
Der Schuss war tödlich und wurde gezielt abgegeben. Okay, das Vieh ist weg. Kann aber jetzt irgendwie nichts aufmachen und nichts machen. Ne, ist alles gut. Okay, was ist mit dem Crazy? Was ist es? War das mal ein Wal? Kleiner? Okay, also sie sagen Gedankenspielchen. Leiche im Untergeschoss des Lagers, unweit vom Hause des Fischers. Jemand schoss ihn in die Stirn und aufgespießt auf Haken. Danke. Albert wurde ermordet. Weiß ich nicht. Nochmal raus, oder? Hab dann noch nicht alles hier. Es kann doch nicht alles sein. Die Gedankenspielchen. Also klar wurde ermordet, aber... Ja, wir können natürlich... Also das wissen wir. Das wissen wir nicht, okay? Das auch nicht. Also wir ziehen das nochmal weg. Aber die beiden wissen wir. Ja, wenn er noch da ist. Könnte sich in der Bar verstecken. Okay, so, und hier. Und das heißt, man muss mit jemandem sprechen, ne? Auswählen, Hinweis anheften. Wie geht das? Was bringt das? Okay, weiß ich nicht genau. Also, wir müssen nochmal hier gucken. Der könnte sich hier verstecken. Wo soll denn das sein? Hier wohl nicht. In so einer Kiste vielleicht? Hallo, hallo, hallo? Nicht wirklich. Aber was ist das hier? Ist ja voll krass. Also hier sehe ich nichts. Geh nochmal raus. Wir wissen ja jetzt mehr, jetzt könnte er vielleicht hier irgendwo rumhängen. So, mein Freund, zeig dich. Da ist die Tür. Kiste hatten wir schon. Tja, wenn ich mich verstecken wollte... Hier kommen wir nicht lang, ne? Wie geht man denn da hinten dieses Band hoch? Hier, okay. Was ist das eigentlich für ein Telefon? Das könnten wir uns mal angucken, ne? Junge, Junge, Junge. So, alles voll, aber das da leer. Mhm. Bringen wir das Gedankenspiel noch was? Ne, ich habe nur noch den einen Hinweis, ne? Der wurde ermordet, das wissen wir. So, jetzt müssen wir den Vogel finden, das ist schon mal klar. Wo kann er sich hier verstecken? Gar nicht. Okay.
Wir können dem Daddy natürlich die schlimme Nachricht mitteilen. Weiß nicht. Mr. Throckmorton, das hier habe ich im Rettungsboot gefunden. Scheint das Testament Ihres Sohnes zu sein. Geben Sie her, sofort. Oh, mein armer Junge, in was bist du da nur hineingeraten? Hätte ich dich doch bloß nicht auf diese verdammte Expedition geschickt. Mr. Throckmorton, ich bin auf seltsame... Was? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Hier in der Gegend trifft man ungewöhnliche Kreaturen an. Und sie sind beileibe nicht friedfertig. Das sind Wildbeester, Mr. Reed. Ehrlich gesagt wundert es mich, dass sie noch am Leben sind. Wir haben diese Plagegeister hier seit der Flut. Ich habe Studien in Auftrag gegeben, aber bisher wissen wir nicht viel mehr als zuvor. Sie sind aggressiv, aber glücklicherweise kann man ihnen mit Schusswaffen Einhalt gebieten. Ja, davon konnte ich mich selbst überzeugen. Versuchen Sie, diese Biester zu meiden, wann immer es möglich ist. Und halten Sie stets eine Waffe bereit, für den Fall, dass es Ihnen irgendwann einmal nicht möglich ist. Okay. Will ich mit dem jetzt schon... Ich gehe erstmal wieder raus, oder? Ich muss mal gucken, ob ich mit dem oben nochmal quatschen kann. Wo war das? Hier hinten lang. Der mir vielleicht sagen kann, hey, wo hat er sich denn versteckt und so weiter. Mein Kopf! Ich höre immer noch diese Stimmen. Okay. Und vielleicht nicht. Tut, tut. Okay, also wir sprechen nochmal mit dem Kopf hier. Man muss enorm viel Kraft aufwenden, um so einen Schrank zu bewegen, geschweige denn umzuwerfen. Ich bin gespannt, was Sie finden werden, Neuankömmling. Okay, alle Hinweise hier gefunden. Lass uns doch mal drüben in die Kneipe oder wie auch immer man das Ding nennen will, nochmal gehen. Das Buch ist feucht und beschädigt, wurde aber offensichtlich pfleglich behandelt. Mit wem kann man den noch? Ich habe schon alles gesagt, was ich weiß. Machen Sie keinen Blödsinn, Neuankömmling. Und lassen Sie Ihre Hände da, wo ich Sie sehen kann. Voll der nette Typ, okay. So, also ich hätte jetzt gedacht, dass wir doch noch dann... Guck mal kurz auf die Map, was heißt denn das? Das ist alles, was grün ist, haben wir komplett alle Hinweise. Sag mir noch mal kurz irgendwie, Albert Throckmorton Leiche im Untergeschoss eines Lagers unweit von Hauses Fischers. Jemand schoss ihn. Soll ich dem Vater das sagen? Okay. Mr. Throckmorton, leider habe ich schlechte Neuigkeiten. Oh nein. Ich habe Ihren Sohn im Untergeschoss eines Lagers hier in der Nähe gefunden. Es tut mir leid, aber er wurde ermordet. Jemand schoss ihm in den Kopf und versteckte dann die Leiche. Nein. Nein, nein. Ich kann es nicht glauben. Das darf nicht wahr sein. Nein! Mein Beileid, Mr. Throckmorton. Ich hatte gehofft, die Sache würde ein gutes Ende nehmen. Mein armer Junge. Unser Blut, sinnlos vergossen für nichts und wieder nichts. Ihre Beileidsbekundung macht ihn auch nicht wieder lebendig. Sagen Sie mir, dass Sie wissen, wer es war. Ich will dem Mörder in die Augen sehen und hören, wie er um Gnade winselt. Ich weiß es nicht genau. Es gibt zwar Verdächtige, aber ich muss weiter ermitteln. Ha! Was für ein Privatdetektiv sind Sie überhaupt? Ein gründlicher.
Wenn ich herausgefunden habe, wer der Mörder ist, gebe ich Ihnen Bescheid. Bis dahin wird niemand den Hafen verlassen. Finden Sie den Mistkerl, dann helfe ich Ihnen bei allem, was Sie wollen. Okay. Das ist ja jetzt sehr interessant. So, jetzt lass uns vielleicht mal doch gucken, dass wir... Ja, vielleicht nochmal hier so schauen, ob man da überhaupt irgendwo reingehen kann. Ich meine, jetzt mal auf die Map schauen. Das Bötchen wäre natürlich interessant mal zu sehen. Ne? Wo soll das sein? Quasi hinter dem Haus. Kann man rauf, hier kann man rum. Puh, muss man das mal alles anschauen. Ja, crazy Auto. Okay, hier ist ja die Kneipe. Alter, wer bist du denn? An die Bar gehen, oder? Haben Sie eine Patrone übrig? Hab seit Tagen nichts gegessen. Ja, nice. Seien Sie auf der Hut. Unten treiben sich Monster herum. Die sind überall. Ah, jetzt, wo der Hafen geschlossen ist, verteilen die Carpenters bestimmt kein Essen mehr. Er spielt unter Monika. Ist der gute Barkeeper hier. Willkommen im Under the Keel. Was darf sein? Ich habe hier in der Nähe beängstigende Kreaturen gesehen. So etwas ist mir noch nie untergekommen. Was zum Teufel sind das für Dinger? Sie sind wohl auf Wildbeester gestoßen, Neuankömmling. Niemand weiß etwas über sie. Und sie können froh sein, dass sie noch leben. Die haben wir hier seit der Flut. Einige sagen, sie kommen einfach aus dem Meer. Andere glauben, dass Kauil uns mit ihnen bestraft. Und was meinen Sie? Was blutet, kann man auch töten. Halten Sie hier immer Ihre Waffe bereit. Und falls Sie mal schreckliche Erinnerungen auslöschen wollen, verkaufe ich dafür hier genau das Richtige. Und noch ein Ratschlag. Lieber feige sein und leben, als tapfer sein und sterben. Aber eigentlich sollte ich das einem Neuankömmling gar nicht sagen. Ich suche jemanden namens Louis Flynn. Ist er zufällig hier? Selbst wenn ich es wüsste, würde ich es einem Neuankömmling sicher nicht sagen. Ja, nice. Robert Throckmorton beauftragte mich damit, das Verschwinden seines Sohnes aufzuklären. In der Nähe seiner Leiche fand ich eine Nachricht an Louis bezüglich ihrer Schulden. Sieht ganz so aus, als hätte Louis Robert Throckmortons Sprössling auf dem Gewissen. Wäre es Ihnen lieber, wenn Mr. Throckmorton hierher kommt und ihn auf den Zahn fühlt? Was? Sie haben schon richtig gehört. Im Übrigen ist es reine Auslegungssache. Möglicherweise gewähren sie einem Verbrecher lediglich Unterschlupf. Aber was, wenn man sie für einen Komplizen hält? Was? Nein, ich habe nichts verbrochen. Das können Sie ja dann Mr. Throckmorton erklären. Nein. Drock, Louis ist oben. Hier haben Sie den Schlüssel. Eine kluge Entscheidung. Jeden Tag eine gute Tat. Für heute haben Sie Ihr Soll erfüllt. Wiedersehen. Okay. Da geht's rauf, aber wir gucken erstmal hier noch ein bisschen rum, ne? Da hinten kann man noch rein. Kleine Falltür.
So, was zu trinken wollen wir jetzt nicht. Wir gehen mal raus. Oh, was ist hier hinten noch? Die Dame oder Herr, was bist du? Dame? Kommen Sie. Kommen Sie näher, Sie geplagte Seele. Mhm. Ich kann Ihnen sagen, was die Zukunft für Sie bereithält. Sie sind so etwas wie eine Wahrsagerin? Ja, mein guter, ja. Oh, ich sehe es ganz deutlich. Ihr Lebensweg steckt voller Überraschungen, Neuankömmling. Wirklich? Zum Beispiel? Nicht so schnell, Neuankömmling. Ich sehe viele Dinge. Und einige davon beschreibe ich Ihnen, wenn Sie einen geringen Obolus entrichten. Gut, wie viel wollen Sie? Ein Dollar? Ha! Ihr Geld ist dir nichts wert, Neuankömmling. Seit der Flut bezahlen die Oakmonter mit Waren. In erster Linie mit Alkohol, Tabak und Patronen. Und hier ein Wink mit dem Zaunpfahl. Ich rauche nicht. Ich bin gespannt, was meine Zukunft für mich bereithält. Gut, gut. Ich muss mich konzentrieren. Die See wird in den kommenden Tagen großzügig sein. Sie wird viele Geschenke überbringen. Und viele werden es bereuen, sie angenommen zu haben. Ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Das Neue wird gegen das Alte aufbegehren. Ein eiserner Wille gegen ein kaltes Herz. Ganz gleich, wer gewinnt, auch Sie werden gewinnen. In einem Käfig aus Eisen und große Säulen, umgeben von den Toten. Ein Rennen, das endet und von vorn beginnt. Und die Zeit selbst lacht nur. Mhm. Okay, danke. Ich werde Ihre Worte beherzigen. Gern geschehen. Ich kann es gar nicht erwarten zu sehen, was Sie alles tun werden. Ja, seien Sie auf der Hut. Hier. Unten treiben sich Monster herum. Die sind überall. Okay. Ja. I understand. So, wo ist denn der Vogel? Wahrscheinlich irgendwo da hinten in so einem Zimmerchen drin sein, wenn es denn hier Zimmerchen gibt. Vogelalarm. So, wo bist du denn? Der hat keinen Bock, okay. So, Louis könnte sich in der Bar verstecken. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hey, wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Charles Reed, Privatdetektiv. Mr. Throckmorton beauftragte mich damit, seinen Sohn Albert zu finden. Nun sollten Sie wissen, warum ich hier bin. Drock, dieser verfluchte Barkeeper. Das war alles die Schuld dieses verrückten Affen, hören Sie? Ganz ruhig. Ich will nur mit Ihnen reden. Vorerst. Aber wenn Sie nach Ihrer Waffe greifen, liegen Sie schneller tot auf dem Boden, als Sie ausgleichende Gerechtigkeit sagen können. Ich habe nichts zu verbergen. Erzählen Sie von Anfang an. Was ist passiert? Wir waren im Haus. Also Paul, Will und ich. Barry wollte raus aufs Meer. Obwohl ich ihm gesagt habe, dass das Pech bringt. Wenn er auf mich gehört hätte, wären wir alle noch am Leben. Kommen Sie, Louis. Bleiben Sie bei der Sache. Gut, also Barry hat dann diesen verfluchten Affen angeschleppt. Ganz stolz hat er sich laut ausgemalt, wie viel Geld uns Mr. Throckmorton wohl für die Rettung seines Sohnes geben wird. Aber dieser Affe, er war bewusstlos und als er aufgewacht ist, hat er herumgeschrien und uns angegriffen. Danach erinnere ich mich an nichts mehr. Was? Warum sehen Sie Ihr Gesicht? Es ist, Sie sind anders. Gekommen, um mich zu beleidigen, weil ich anders aussehe als Sie. Wollen Sie mich bespucken und vor Ihren Freunden herumtuscheln? Denken Sie, ich kenne das alles nicht? Tut mir leid. Ich wusste nicht, wie ich es anders sagen soll. Jemanden wie Sie habe ich noch nie gesehen. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Die Körper der Innsmouther wurden von der See gesegnet. Leute wie mich gibt es hier viele. Also gewöhnen Sie sich besser an diesen Anblick. Wir sind stolz darauf, wer wir sind.
Sie haben ohne Vorwarnung einfach abgedrückt. Und als Elbert geflohen ist, haben sie ihn sogar verfolgt. Warum? Ich erinnere mich nicht. Als er aufgewacht ist, war es so, als würden mir die Sinne vernebelt werden. Das Erste, woran ich mich danach erinnere, ist dieses verdammte Lager. Und dass ich voller Blut war. Ich hatte nicht den Hauch einer Ahnung, was passiert war. Aber dachte mir schon, dass es etwas mit dem Affen zu tun hat. Tja, und ich hatte recht. Mir ist zu Ohren gekommen, dass die Innsmouther und die Throckmortons sich nicht sonderlich gut verstehen. Können Sie mir mehr dazu sagen? Diese Affen verabscheuen uns seit dem Moment, als wir in Oakmont aufgetaucht sind. Unsere Stadt wurde dem Erdboden gleichgemacht. Irgendwo mussten wir doch hin. Die Blackwoods, eine der großen Familien hier, haben uns sofort geholfen. Andere waren nicht so gastfreundlich. Wir haben Arbeit, Essen und Medikamente gebraucht. Aber der Stadt war das egal. Und dann? Um jeden Brotkrumen mussten wir kämpfen. Und diese Throckmortons oben in ihrem Palast haben es uns nur noch schwerer gemacht. Dauernd haben sie was hinter unserem Rücken ausgeheckt und die Leute gegen uns aufgehetzt. Und tun es noch immer. Ich hoffe, irgendwann werden sie so leiden, wie wir gelitten haben. Sie erwähnten große Familien. Was genau meinen Sie damit? Sie sind ein Neuankömmling. Das erklärt natürlich einiges. Ja, ein Neuankömmling mit einer Waffe. Beantworten Sie die Frage. Schon gut. Hier dreht sich viel um Blutlinien, Traditionen, Ansehen. Diejenigen, die hier das Sagen haben, stammen aus den Familien, die man hier große Familien nennt. Da gibt es zum Beispiel die Carpenters, die einen Großteil der Unterwelt hier in der Stadt in ihrer Hand haben. Und die Blackwoods, die über die Familie Marsh mit den Innsmouthern verwandt sind. Und, lassen Sie mich raten, die Throckmortons. Genau dieses dreckige Affenpack. Da die meisten Angehörigen der Familie Blackwood nicht mehr hier sind, ist da niemand mehr, der uns Innsmouther beschützt. Das, was Elbert angetan wurde, scheint nicht aus dem Affekt heraus geschehen zu sein. Ein gezielter, tödlicher Schuss in den Kopf, eine versteckte Leiche, sieht ganz nach einem wohlüberlegten Mord aus. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich war nicht ich selbst. Ich denke, ich weiß, was ich wissen muss. Bitte, Mr. Reed, sagen Sie Throckmorton nichts. Was auch immer ich getan habe, wollte ich nicht tun. Das schwöre ich. Haben Sie Erbarmen, bitte. Was soll denn nur aus meiner Familie werden? Ohne mich wird sie verhungern. Ich weiß nicht so recht. Ich muss darüber nachdenken. Vielleicht kann ich Ihnen etwas geben, das Ihnen die Entscheidung erleichtert. Ich habe noch ein paar Patronen. Denken Sie etwa, Sie sind der Erste, der versucht, mich zu bestechen? Bitte, Mr. Reed. Strapazieren Sie nicht länger meine Geduld, Mr. Flynn. Okay, so ist es natürlich jetzt nicht so einfach, ne? Alle Hinweise gefunden, das ist schon mal nicht so schlecht. Okay, ich gehe mal raus wieder. Das ist ja die große Frage. Gedankenspielchen können wir natürlich machen. Gesammeltes. So, was haben wir denn hier gesammelt? Das haben wir von der Dame gekriegt, ne? Achso, sorry. Gesammeltes. Tak, 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 tak. Ja, okay. Also wir gucken erstmal nur zu den Gedankenspielen. Er wurde ermordet. Okay. Louis war sich seiner Tat bewusst. Louis handelte im Wahn. Upsi. Thank you.
Louis handelt im Wahn. Okay. Weil jetzt sagen würden, nö, das ist nicht so. Der war sich seiner Tat bewusst, dann schwenkt es darüber, ne? Ich könnte ihn decken, damit Robert Throckmorton ihn nicht zur Verantwortung zieht. Ja, könnte man machen. Gut, gehen wir erstmal raus. Aber so ist das halt, ne? Hier nochmal raus, gucken ein bisschen rum. Ich meine, wir können zum Throckmorton hingehen und ihm das erzählen. Weiß nicht, ob das hilfreich ist. So, auf Anweisung von Robert Throckmorton ist der Hafen geschlossen. Gehen Sie! Okay, der ist so lange geschlossen. Na, wir gucken mal. So lange geschlossen, wie der Fall nicht geklärt ist, ne? Das heißt, wir müssen mit ihm darüber sprechen. Ich konnte den Mörder ihres Sohnes aufspüren, aber er wurde von diesen Dingern angegriffen, die in den Gassen umherstreifen. Sie rissen ihn förmlich in Stücke. Es war der Innsmouther Louis, einer der Fischer. Das Blut ihres Sohnes klebte an ihm und lockte vermutlich diese Kreaturen an. Sind Sie sich sicher, dass es die Leiche dieses Fischers war? Ganz sicher. Von ihm sind zwar nur noch ein paar Knochen und Fleischfetzen übrig, aber ich fand dort auch dieses Stück Stoff. Es stammt von seiner Jacke. Fragen Sie seine Freunde. Tja, was will man machen? Eigentlich stand es mir zu, Rache zu nehmen. Gegen diese Wild Beaster muss etwas unternommen werden. Dennoch, der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Und jetzt kenne ich wenigstens die Wahrheit. Danke. Mr. Throckmorton, ich will nicht lästig sein, aber denken Sie, dass Sie mir jetzt helfen können? Ja, das bin ich Ihnen schuldig. Weil Coil, wenn man darüber nachdenkt. Ein Neuankömmling, der gerade erst von Bord gegangen ist, muss ein Verbrechen aufklären, weil die Polizei unfähig ist. Aber ich schweife ab. Helfen Sie mir auf die Sprünge. Was führt Sie nach Oakmont? Ich habe das Gefühl, dass ich verrückt werde, Mr. Throckmorton. Ich sehe sonderbare Dinge, Visionen, und ich will, dass es aufhört. Mich zog es hierher, oder ich wurde geführt, ich weiß es nicht. Jedenfalls glaube ich, dass die Ursache für diesen Wahnsinn hier in Oakmont zu finden ist. Sie täuschen sich nicht, Mr. Reed. Nach der Flut kam es hier in Oakmont zu einer unerklärlichen Hysterie, die sich immer mehr auszubreiten scheint. Ich finanziere eine Expedition zur Erforschung der geologischen Aktivitäten, die hier seit kurzem auftreten und dafür verantwortlich sein könnten. Warum gerade eine geologische Expedition? Es gibt Grund zur Annahme, dass die Flut und dieser Wahnsinn auf ein und dieselbe Ursache zurückzuführen sind. Wie im Kleinen, so im Großen. Daher heuerte ich Wissenschaftler an. Puh. Sie erwähnten die Flut. Sie denken, da steckt mehr dahinter als eine Naturkatastrophe? Sie waren nicht hier, als die Flut kam, Mr. Reed. Was geschehen ist, lässt sich wissenschaftlich nicht erklären. Hat Ihre Expedition schon etwas gefunden? Das weiß ich nicht. Albert war auch bei der Expedition mit dabei. Sein Tod kann kein Zufall sein. Warum war er allein am Hafen? Wo stecken die anderen? Denken Sie, Ihr Sohn wurde getötet, weil die Expedition etwas entdeckt hat? Ist das so unwahrscheinlich?
Eine Woche lang hörte ich nichts von den Teilnehmern der Expedition. Und dann taucht Albert in einem Boot auf und wird kurzerhand ermordet. Klingt in der Tat verdächtig. Mr. Reed, ich will, dass Sie herausfinden, was hier los ist. Ich gehe stark davon aus, dass Sie an den Ergebnissen der Expedition ein ebenso großes Interesse haben wie ich. Wenn ich etwas über die Expedition in Erfahrung bringen soll, muss ich mehr wissen. Wo soll ich mit meinen Ermittlungen beginnen? Ich gebe Ihnen die Adresse des Hauptquartiers der Expedition und den Schlüssel. Soll das alles sein? Lassen Sie mich eins klarstellen, Reed. Sprechen Sie nie wieder in diesem Ton mit mir. Tut mir leid, Mr. Throckmorton. Aber Sie müssen verstehen, je mehr ich weiß, desto effektiver kann ich ermitteln. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ich finanziere zwar die Expedition, aber sämtliche Vorbereitungen wurden von Professor Doe und Albert getroffen. Wenn Sie Ihre Ermittlungen abgeschlossen haben, finden Sie mich auf dem Anwesen der Familie Throckmorton. Es befindet sich im Bezirk Old Grove. Hier, ich zeige es Ihnen. Wer kommt für meine Ausgaben auf? Sobald Sie Ihre Ermittlungen abgeschlossen haben, werde ich für Ihre Ausgaben aufkommen. Und natürlich werden Sie auch für Ihre Arbeit hier am Hafen entlohnt. Zudem erhalten Sie von mir einen fairen Vorschuss in Form von Patronen. Patronen? Der Dollar ist hier nichts mehr wert, Mr. Reed. Seit der Flut gehen die Menschen in Oakmont Tauschgeschäften nach. Patronen sind hier nützlicher als Papierscheine mit Zahlen drauf. Wow. Alter Verwalter, 1050 EP, Fall abgeschlossen. Nice, das hat ja schon mal nicht so schlecht funktioniert. Gut, verschollene Meer, neuer Fall. Alles klar, machen wir beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.